Jeder, der das nicht verdächtig findet, hat keine Ahnung von Logik. So. Hier ist nämlich ein kleiner Trick. Gucken wir mal kurz. Finstermondsiosring. Ja, alle neuen Mitglieder des Finstermondbundes. Also man kann dort heraus schon rauslesen, dass es sich um ein Eid handelt. Und wenn man ein bisschen kombiniert und nachdenkt und weiß, dass das hier das Finstermondgrab ist, genau, verschwindet nämlich hier Gwyns Statue. Und wir können hier zu einer neuen Nebelwand, durch die ich allerdings noch nicht durchschreiten will. Halt! This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Also ja, wir können vor Gwyndolin knien. Der Name von ihm bzw. ihr, eigentlich ist Gwyndolin ein Transvestit, aber sagt das keinem weiter. Ist im Deutschen falsch, irgendwie ziemlich falsch übersetzt. Also eigentlich fängt der Name genauso mit G an wie bei Gwyn und Gwynnewehr. Irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja, wie nennt man das, wenn die Namen der ganzen Familie immer mit demselben Buchstaben anfangen? Oder sogar mit demselben Laut. Mit G, G, W, Y fangen nämlich alle Namen von denen an. Aber knien wir uns mal hin. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shall protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Nein, wir wollen den Eid nicht widerrufen. Very well. We shall not need speech. Exit here and follow thine own design. Ja. Und das war, glaube ich, auch ein Übersetzungsfehler. Er sagte nämlich im Englischen, exit hier, also geht weg von hier, anstatt geht durch die Nebelwand. Das ist auch ein bisschen irreführend. So, jetzt geht's aber endlich mal zum Feuerbandschrein zurück. Und diesmal müssen wir nicht durch Sens Festung. So, sondern einfach hierher. Und man merkt, der Feuerbandschrein ist ein bisschen verlassen jetzt. Jetzt, wo unser depressiver Freund weg ist. Und auch Sigi, die Zwiebel, ist weg. Wir haben jetzt nur noch unseren Pyromanten. Und die beiden hier. Die haben uns allerdings, glaube ich, noch nichts Neues zu sagen. Was wird uns mehr helfen? Have you spoken to Master Logan? He is and he... Naja, wie auch immer. Goodbye, then. Do stay. Die beiden haben nichts Neues zu sagen. Hello there. I thought that perhaps you'd gone hollow on me. So have you come to further Magie lernen? Nein. Heading out, are you? I too will leave soon. Undead or no, I shan't stay here forever. You have great potential. Don't go and die over nothing. Und ich mag unser Schild. Sieht irgendwie stylisch aus und passt auch zu unserem Charakter. So. Jetzt aber mit Fremd gesprochen, weil die anderen haben nichts Neues zu sagen. Petrus wird auch nichts Neues zu sagen haben, der ist immer noch total Banane. Hallo, Fremd. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After a thousand years, it is you. It is really you. Ja, Fremd geht ordentlich einer ab. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Wir sollen das Gefäß auf eine Reise schicken. Aber es ist nicht mit eingeplant, dass wir die Reise mitmachen.
Ja, eine Reise durch Frems Verdauungstrakt. Und dann werden wir gleich wieder ausgekotzt. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Okay, wir sind irgendwo in der Pampa gelandet. Die Schalen da drüben sehen auch alle aus wie ein wie Lord Vessels, vor allem das da oben in der Mitte. Kurz mal auf Fernglas wechseln. Zeig mir die Sachen. Ja, das da in der Mitte sieht fast so aus wie ein Lord Vessel und die anderen Dinger. Naja gut, die sehen aus wie so Eierbecher für Frühstückseier. Aber gut. Oder wie so Fackelhalter. Jo. Gut, hast du so was zu sagen, Fremd? Place the Lord Vessel on the altar. No reason for pause at this point. Das sieht so panne aus, wenn sein Schnurrbart verkehrt rumhängt. Schaut euch das mal an. Ja, der Moment muss sein. Ihr werft einen guten Blick darauf. Ja, fremd auf Drogen. Gut, hier kommt das Herrschergefäß. Auf einen komischen, kaputten Baumstumpf, der ein Altar sein soll, vor einer gewaltigen Türe. Einmal ablegen, bitte. Und wusch. Leuchtsignal. Mitten durch den Baum durch. Und ja, die goldenen Nebelwände fangen an sich aufzulösen. Den hier haben wir ja in Anno Londo gesehen. Und das war unten in die Dämonenruinen. Sehr gut. Und wir können am Herrschergefäß rasten. Auch wenn uns das noch nichts bringt. Wir müssen jetzt wieder mit Fremd reden. Hier bitte. Very well. As Kingseeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Ups und wieder zurück. Ja. So, das war eine nette Reise. Wir sind wieder am Feuerbandschrein. Und an dem können wir einmal kurz rasten. Oh, nochmal mit Fremd reden. Finde ich ganz wichtig. Hey, Fremd. I am pleased. Is it something? Ja, was hast du uns noch zu sagen? Also teleportieren kann er uns schon mal. Wobei das ein bisschen fehl am Platz ist. Eigentlich heißt das, sollte das eher verschlucken heißen. Und wir können bei ihm Sachen verkaufen und mit ihm reden. Reden wir erstmal. The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls.
Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Okay, wir sollen uns frei machen. Und mehr hat er nicht zu sagen. Okay, dann wollen wir jetzt mal Gegenstände verkaufen. Sowas wie das Banditenmesser brauchen wir nicht mehr. Die ganzen zerbrochenen Schwerter. Jupp. Und ich kann es euch mal kurz zeigen, wenn ich schnell genug bin. Gib mir mal so ein Lederschild. Genau, der kotzt nämlich die Seelen aus. Also der füttert, frisst das Zeug und macht daraus Seelen. Sehr makaber. So, was haben wir noch, was wir ihm geben können? Auf jeden Fall jede Menge Speere. Noch ein Speer, noch ein Speer. Nur den Blitzspeer, den wollen wir erstmal behalten. Flügelspeer, Partisane, behalten wir alles. Einen Kurzbogen können wir verkaufen. Armbrüste behalten wir. Ach, verkaufen wir den zweiten Kurzbogen auch. Wir kriegen garantiert wieder noch welche. Pyromantieflamme behalten wir auch beide. Beschleuniger. Ah ja. Die ganzen großen Lederschilde von den Phalanx. Obwohl das für mich eigentlich immer noch so aussah, als ob die Phalanx Dingsies trug. Farewell. Ja, nicht wohl. Metallschilde trug. So. Jetzt sind wir sozusagen im Endgame angekommen, kann ich mal so sagen. Wir haben nämlich jetzt nur noch die vier großen Gebiete der Fürsten, deren Seelen wir sammeln sollen, und zwei optionale Gebiete. Ja, und das war's dann auch im Großen und Ganzen. Ach ja, und das Add-on, das habe ich fast vergessen. So, wir wollen aber jetzt erst einmal ein paar Besorgungen machen. Dafür will ich jetzt mal wieder den goldenen Schlangenring anlegen. So. Ich habe ja nämlich am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich ein bestimmtes Set an Ausrüstung zusammensammeln will. Und ja, wir haben bis jetzt den Schild. Also unser Schild haben wir schon mal. Jetzt geht es an die Waffe. Und zwar, ja, ich habe gesagt, wir wollen mit dem Bastardschwert rumhantieren. Soweit es geht. Und das machen wir auch. Aber unser Bastardschwert ist nur auf plus 10. Wir wollen es aber auf plus 15 haben, damit es eine ordentliche Waffe ist. Und dafür sorge ich jetzt dann mal. Ach ja, eine Sache muss ich noch umstellen. Wanderfluch. So, sehr gut. Und mit dem Wanderfluch begeben wir uns jetzt auf Geisterjagd aller Ghostbusters. Da die erste Station, die wir jetzt angehen, von den Sachen, die ich genannt habe, sind die Ruinen von Neu-Londo. So, also einmal runter hier. Und ab in die Ruinen von Neu-Londo. Für die sind wir jetzt nämlich mehr als gerüstet. Die Geister können nämlich fast nichts. Wir müssen nur aufpassen, dass sie uns nicht überrennen.